Was Blöde ist, ich weiß, dass ich im Gebiet bin, wo auch Bären sind. Und jeder gottverdammte größere Steinbrocken sehe ich als Bäre. Als Bären an. Ah, ich hab. Ich habe einfach nur Angst, dass ich mein Pferd. Nochmal ein Pferd verliere. Fireflash haben wir jetzt schon verloren, die gute. Ja, sie, weil es war eine Stute, beziehungsweise er hat die ganze Zeit gesagt, she, also als Girl, bezeichnet, also als Mädchen für die Leute, die kein Englisch können. Ja, Alter. Ich bin kurz davor zu sagen, das ist schon fast Monsun-mäßig, aber ich befürchte, Monsun ist doch einiges schlimmer. Auch verlassen? Alter. Hallo. Oh, ich liebe diese Orte, die überhaupt nicht gruselig sind. Oder creepy. So, dann mache ich die wieder zu. Hallo? Okay. Wundertonikum. Beistelltisch. Nichts. Premium-Zigaretten. Und es fängt wieder an mit Rauchen. Ich stehe vor den Premium-Zigaretten. Und er will was anderes nehmen. Logisch. Jetzt will der ganzen Brief nicht nehmen. Ich. Ach, jetzt hat. Schauen wir mal. Brief von Garfield an Martha. 17. August 1864. Meine liebe Martha. Ich vermisse dich so sehr. Das Leben ergibt nur einen Sinn, wenn wir zusammen sind. Dieser Krieg ist für mich inzwischen sinnlos. Als ich mich vor einer gefühlten Ewigkeit dafür gemeldet habe, schien alles so einfach. Wir würden nur unser Recht als selbstständige Staaten erkämpfen, zu tun, was wir wollten und nicht das, was uns irgendwelche Trottel im Norden sagten. Ich kann kaum glauben, dass ich mal bereit war, für dieses Prinzip zu sterben. Und doch habe ich so viele Männer, mit denen ich groß geworden bin, genau dafür sterben sehen. Abgeschlachtet für dieses Prinzip und ihren verdammt dummen Stolz. Wir Südstaatler sind solche stolzen Narren. Heute bin ich nur noch auf eines stolz. Auf die Liebe, die ich mit dir teile. Mit dir, einem Yankee-Mädchen. Eine Abolitionistin. Alles, was ich eigentlich hassen sollte und jetzt so innig liebe. Wie kannst du mich bloß auch lieben, der ich doch so ein Narr bin? Ich kann es kaum glauben, dass dieser Krieg vorbei ist. Ich habe oft an Zeltlaufen gedacht, aber General Harris lässt Deserteure inzwischen erschießen. Ich bin zu stolz, um das zu erdulden. Offenbar marschieren wir auf ein gegnerisches Lager in Scarlet Meadows zu, für eine letzte Schlacht. Wir haben so gut wie keine Chance zu siegen. Unsere Kampfmoral ist kaum noch vorhanden und die Yankees sind viel zu stark. Aber nach den Vorwürfen, General Harris sei feige, weil er vorigen Monat General Quinn nicht unterstützt hat und im ganzen Drama, scheint er wild entschlossen zu sein zu kämpfen. Ich habe in der Offiziersmesse sogar gehört, wie sich Major Smith offen über General Harris beschwert hat.
Keiner hat seiner jüngeren Offiziere vertraut. Was? Keiner seiner jüngeren Offiziere vertraut ihm mehr. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Nicht, weil ich noch irgendwas auf mich selbst geben würde, sondern wegen der Trauer, die ich dir damit bereite. Du fehlst mir. Dein Garfield. Ja, und daraufhin hat sie sich besoffen. Und eventuell auch erschossen, das bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Krieg. Immer wieder der gleiche Scheiß. Menschen, die andere Menschen für sich kämpfen, um Macht zu erlangen. Und dann denkt man, heute in der heutigen Zeit sind Menschen vernünftiger, aber nee. Wir sind eigentlich genauso dumm wie früher. Entschuldigung. Molly hat um einen Taschenspiegel ge. Ah ja! Das war ein Taschenspiegel, cool. Ja. Hallo? Tja, das war wohl sie. Und das war wohl er. Ein stolzes Ehepaar. Oder Pärchen an sich. Und am Ende ist er im Krieg gestorben. Und sie konnte es nicht aushalten ohne ihn. Und hat sich auch umgebracht. Ja. Ich weiß nicht, hat sie sich umgebracht? Ich sag einfach mal, sie hat sich umgebracht. Das befürchte ich nämlich. Nein. Das sollte ich machen. Erstmal gucken. Einfach nur. Nein, ist nicht mehr. Okay, nicht zu bereuen. Okidoki. Dann würde ich sagen, hierhin. Aber. Nein. Auf dem Weg dahin gibt es kein Häuschen mehr, oder? Doch. Dort. Ich mache auch. Eigentlich mache gleich wahrscheinlich auch eine Aufnahmepause. Reicht doch. Muss auch mal reichen für heute. Ja, gib. Du hast mir diesen Rutschwendungen und Rutschbremsungen freigeschaltet. Schnellen Reiten. Ah, okay. Schön. So. Dann schaue ich mir nochmal die ganzen Häuser an. Ich weiß nicht, ob ich mir die schon angeguckt habe. Das werden wir dann bestimmt sehen. Aber ich sage immer sicher ist sicher. Bevor wir irgendwas übersehen, was besonders ist, beziehungsweise was ich für besonders halte. So, da werden wir. Ah, hier schon. Das sieht nicht allzu verlassen aus. Ah, ist es eine dieser überall vernagelten Häuser oder was? Ja, dann war ich hier wahrscheinlich schon. Achso, es war Schla. Scheiße. Ich war mir nicht sicher. Ja, heute. Toll. Ich bin ihm ein, auch ein Zischen zu hören. Ich hatte nicht. Das muss ich verdammt öfters machen.
direkt auch noch in den Heartlands. Schön. Was? Achso. Komm, steh auf. Alter Arschkriecher, muss das nicht immer machen. So. Dann wollte ich dann als nächstes dahin. So. Ja, ich weiß. Das Erkunden ist eigentlich. So, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Das Erkunden für euch langweilig ist. Für mich ist es überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil. Ich liebe es, Gegenden zu erkunden. Und auch am besten liebsten alles mitzunehmen vom Spiel, was es gibt. Oh. Boah, ich hab mir gerade beinahe umgerannt. Hab ich auch nicht richtig gesehen? Ja. Jagdausguck. Ach, das ist kein besonderer Ort. Ja. Ist hier was? Oh. Starker Rang, bitte. Bitte Brandy. Gemüse. Starkes Wundenturikum. Truhe schließen. So. Gibt es hier vielleicht irgendwie was, was mich interessiert? Ich hoffe es mal. Da ist nichts. Hier. Ja. Gibt's denn nix? Ja, toll. Bringt mir nicht viel. Nichts? Nichts Besonderes? Nicht mal ein kleines Dings, kleines Kärtchen? Hey, Leute. Nee. Das ist enttäuschend. Das ist ja cool, die Haare bewegen sich auf, wenn es stürmt. Was ich jetzt gerade erst. Also nicht überall hin, ist klar, aber ein bisschen halt. Cool. Was? Achso. Gemüse. Nein, das ist nichts. Nein, ich will mich damit nicht zufrieden geben. Muss ja auch scheinbar. Ich hab gehofft, ich habe hier was Besonderes gefunden. Ah, hier ist noch eine Hütte. Wo bestimmt nichts Besonderes drin ist, einfach nur so. Okay. Aber erstmal gehe ich da hoch. Ihr wisst, warum ich es mache. So, Zigarettenbild. Oh, zwei sogar. Einmal. Und zweimal. Oh, 9 von 12. Geil. Schön. So. Von 12. Wundervoll. Hallo. Also bitte. Was ist jetzt aber ein Hohn? Ich komme da nicht rein. Das ist eine dünne Tür, ich könnte eigentlich durchgucken, aber ich komme da nicht ruhig. Ja, logisch.
haben wir da vorne? Ginseng, Thymian. Wilde Möhre, ah toll. Ist da vorne bestimmt auch, oder? Pilz. Pfifferling. Cool. Ist aber so, ich mag's nicht, aber. Ey. Was man hat, hat man. Warum raucht's da vorne? So, erstmal den Punkt will ich hier hin machen. Was ist das denn? Der Trapper? Warum ist er auf einmal da? Also, ich will's. Ah, ich glaube, ich weiß, was los ist. Denn beim Trapper gibt's ja auch Beispiel, ich muss beim Trapper so viele verschiedensten Sachen abgeben. Worunter auch irgendwie ist, ich glaube 5x2 oder 5x3 Dinge da bestimmt auch bei sind. Also Riesenfälle, sag ich jetzt mal. Also von Ochsen, Rindern und so weiter. Ach, okay. Dann weiß ich jetzt, wo ich bin. Jut. Das war ein Tutan. So. Was? Nein. Das ist nichts Neues, oder? Das ist irgendwie was, was sie schon haben, oder? Hä? Hallo. Ja, auch egal. Ja, ich suche immer noch nach dem einen Ding. Osman Groove, okay. Ich glaube, dann habe ich auch alles durchgeguckt, was ich wollte, oder? Ja. Ist der Bart wieder so schnell gewachsen? Ach, weißt du was? Ist das Hartonikum hier drunter? Nee. Warte, ich. Wo war das nochmal? Warte, ich möchte das jetzt eben schnell schauen. Achso, die kommen, ja. Warum kann ich das jetzt nicht nehmen? Ah. So. Hoppe, hoppe, weiter, mit dem Schreiter.
Es erinnert mich gerade an ein Lied von Rammstein mit Hop-Operator. Spieluhr. Ah. Was ist das denn für ein Cabin in Rhodes? Komm ich nicht rein, oder? Sieht sogar sehr gut aus hier eigentlich. Dosengemüse. Sieht so aus, als würde noch jemand hier leben. Dreh ich mich gleich um, erschreck mich, weil erstmal so ein Axtmörder hinter mir steht. Das wäre sowas. Wäre sowas von mies. Ist echt, ist ein echt cooles Gimmick, würde ich sagen. Geil. Nichts von Interesse, yo. Jackpot. Schatulle. Geldscheinklammer. Repetiergewehr. Und Kentucky Bourbon kann ich nicht mitnehmen. Das wollte ich nicht. Hey Jason, komm. Nachttisch. Geldscheinklammer, schön. Schlangenöl. Ja, komm. Hier ist nichts. Ja, auch nichts. Das war's schon? Hm. Schade. Hier wächst schon alles drauf. Das ist ja cool. So ein Haus ist auch cool. So, mal eben umschauen. Gibt es irgendwie so ein Point of Interest? So. Nö. Albert Mason, das wollte ich. Sollte doch nicht so weit weg sein. Ne, das mache ich in der nächsten Aufnahme. Das mache ich nicht jetzt. Das, was ich jetzt mache. Erstmal zum Healer. So. Und dann verabschiede ich. Den Brief mache ich dann in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe mal, der Zukunfts-Heavy-Man wird sich daran erinnern. Aber es wird mich, ich glaube, ich werde da sowieso noch dran erinnert. Geh zur nächsten Poststelle und hol den Brief ab. Ich finde es auch cool, dass sie sich so duckt, wenn es regnet. Echt cooles Gimmick. Ja, ungeöffnete Briefe, ich weiß. Vor allem, hier soll irgendwo doch noch ein Saloon sein, Alter. Das ist ein stinknormales Haus. Das ist der Saloon. Hm. Schade. Oh. Nicht schade. Doch schade. Hm.
Und warum wird das hier nicht mehr genutzt? Sieht doch eigentlich noch ganz gut aus. Das wäre auch eigentlich eine echt gute Einkommensquelle. Muss ich nicht verstehen. Ja, Einschusslöcher sind hier überall, ja, aber hey. Hat er einen Kamin drin? Ne, einen Ofen. Okay. Nein, ich wollte nicht einbrechen. Wie kommst du darauf? Ich doch nicht, also. Diese Gedanken, den verbiete ich mir. So. Dann gehen wir mal wieder zu Seamus. Catherine's Brosche. Catherine's Brosche. Palatin-Taschenuhr. Charles Chetney. Zeichnung. Der ist veraltet. So. Das. Ja, den brauche ich noch. So. Na komm. Platinhalskette. Meteorit. Von Meteorit kann für Geld verkauft werden. Nur für Geld verkauft werden, weil das war halt erstmal. Ein Huhn. Oh. Ach ja. Herstellen. Geweih. Zahn. Geweih. Löwenpranke. Geweih. Auge. Horn. Herz. Okay. Klingel des Wildschweins. Okay. Dann kann ich es ohne Angst verkaufen. Da. Kaufen. Gibt es was Neues? Katzen? Ah. Entschuldigung. So. So. Wo ist mein Pferd? Ach da. So. Ja, dann will ich mal sagen. Das war's dann dieses Mal wieder. Red Dead Redemption 2 war auch lang genug. Ich glaube 2 bis 3 Stunden Aufnahme. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben einiges gemacht, sehr vieles gemacht, storymäßig auch. Wir waren auf einer feinen adligen Feier. Wir waren. Boah, ich weiß nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Wir haben eine Bank ausgeraubt, wir haben eine Kutsche überfallen. Und wir haben jetzt den Indianern auch geholfen. Das finde ich super toll. Ja. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal bei Red Dead Redemption 2. Euer Happy Man. Ciao.